Moin, mein lieber Frederik. Vielen, vielen Dank für deine Frage. Hier haben wir auch schon gleich wieder unser Rehbock-Gehirn. Und zwar deine Frage war, warum ist das Jagdwilderei, wenn ich hier so eine Gehirnstange mitnehme oder diesen Schädel oder sonstiges? Und zwar ist das folgendermaßen, da das Rehwild, hier in diesem Fall der Rehbock, dem Jagdrecht unterliegt, also sozusagen Länderrecht und auch im Bundesjagdgesetz, ist das Jagdwilderei, sobald ich eine Sache von einem Tier mitnehme, die dem Jagdrecht unterliegen. Das heißt zum Beispiel beim Rehbock, wie gesagt, diese Gehirnstange, bei Federwild und Flugwild zum Beispiel Eier und auch Federn, die darf ich nicht mitnehmen, sonst begehe ich sogenannte Jagdwilderei. Weil wenn das Tier bei mir im Revier verendet und ich bin der Pächter des Reviers, steht mir das Aneignungsrecht zu. Das heißt, sobald es dort tot liegt, ist das meins. Sonst, wenn es noch wild lebt, und am Leben ist, ist es frei nach bürgerlichem Gesetzbuch, also herrenlos.